Herzlich Holstein. Eine Region voll sinnloser Fröhlichkeit und niemals endendem Vergnügen. Niemand hier versteht die wahre Bedeutung von Leiden und großzügig ausgeteilter, sinnloser, schockierender Gewalt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen zu Dungeon Keeper. Und wir werden erstmal herzlich Holstein vernichten, unterwerfen, brandschatzen und zertrümmern. So, erstmal gucken, wie das hier ausschaut. Okay, ja, man sieht schon hier, wird wieder irgendwas sein. Das werden wir übrigens öfters haben. Ich würde sagen, wir graben uns hier erstmal hier straight zum Eingang hin. Weiß nicht, das sieht noch verdächtig aus. Ich würde mich vielleicht lieber erstmal noch hier oben hin orientieren wollen. So, da können wir nämlich hier gleich wieder einen Raum rausmachen. Das ist ja immer schon so vorgefertigt, so nett. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Ja. Das machen wir jetzt auch gleich. Und zwar würde ich sagen, wir tun Schatzkammer machen dort. So, hier kommt Schatzkammer. So. So, der Eingang gehört auch uns. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. So, und wir haben wieder unsere allseits... Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja. Unsere allseits beliebte Fliege. Haben wir mal wieder bekommen. Ich würde sagen, wir schicken mal hier einen zum Graben wieder hin. Ach, wir haben auch so viele. So, ein paar Imsis bauen. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Mal hier, der Kleine, der macht alles allein. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ganz, ganz vorne. So, komm. Ja, was gibt's hier noch zu dem Spiel zu sagen? Also, wie im Intro schon gesehen, ist dieses Spiel von Bullfrog. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja, ist ja gut. Dieses Studio gibt es gar nicht mehr, wie so viele alteingesessene, altehrwürdige Spieleschmieden. Ja, wurde das Ganze mal geschlossen irgendwann. Ich glaube, oder ich meine, das gehörte zu Electronic Arts. Ja, ich glaube, das gehörte zu EA früher. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ich meine zumindest, dass es geschlossen wurde. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber naja, kommt ja hin. Alles möglich wurde ja dicht gemacht. Die ganzen guten Spiele schmieden. Da würde mich das jetzt auch nicht wundern. Sagen wir machen... Dann hier. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Ja, meine Güte. So. Damit unsere Fliege auch gleich sich hier breit machen kann. Einen Platz zum Schlafen wollen wir schließlich alle haben. Erstmal ein schönes, großes Versteck bauen. Bauen wir hier mal die Hühnerfarm hin. Wunderbar. Das lassen wir erstmal noch frei. Wir brauchen ja noch nicht so viel. Gold bräuchten wir erstmal ein bisschen. Würde ich sagen, wir bauen das hier erstmal ab. So.
Vielleicht bauen wir hier dann irgendwie den Trainingsraum hin. Dann, genau, das machen wir hier, den Trainingsraum. Dann bauen wir hier erstmal so eine, einen Übergang. Genau, das finde ich gut. So, dann helfen wir unseren kleinen Freunden mal hier beim Geld aufsammeln. Oh, das ist ja schon eine ganze Menge. Eigentlich bräuchten wir hier noch gar nicht zugraben. Ich würde sagen, holen wir uns erstmal eine ganze Menge Imps wieder ran. Dann könnten wir hier eigentlich das Teil auch noch ausbauen. So. Ja, ist doch schon mal ein hübscher Dungeon, würde ich sagen. Können wir hier nachher nochmal einen Durchbruch machen? Ja. Wunderbar. Zeit ist gekommen, um eine Bibliothek zu bauen. Okay, das ist schon mal ganz nett. Hm. Bibliotheken, wissen wir, muss es immer ruhig sein oder sollte es bestenfalls. Deswegen würde ich sagen, bauen wir die Bibliothek vielleicht hier hin oder... Ach, wir bauen sie mal hier oben hin. Hier haben wir genug Platz. So. Weil es ist so, dass die Bibliothek von Zauberern passenderweise geführt wird oder bearbeitet wird. Also da arbeiten halt die Zauberer drin, die wir auch dann gleich bei uns begrüßen dürfen in unserem Team. Ja, und die regen sich ganz, ganz schnell auf und werden ganz, ganz schnell unzufrieden, wenn, ja, hier so, wenn das irgendwie so ein Durchgangsraum wäre, wo ständig irgendwelche anderen Kreaturen oder Imps rumtouren würden. Ja, und da würden die sich halt nicht so wohl fühlen und ziemlich schnell ziemlich böse werden. Und das muss nicht sein, wenn wir das denn irgendwie vermeiden können. So, du baust dir jetzt mal ein Plätzchen. Genau, die haben hier so einen Pilz, so einen lustigen. Ja, und der geht auch gleich automatisch hier in sein Studierzimmer und erforscht ein bisschen neue Zauber. So, der ist auch neu dazugekommen und geht auch sofort wieder trainieren. So, und wie ihr seht, hier ist noch ein Fragezeichen. Das heißt, dass der Zauberer hier dieses Mal, nächsten Zauber hier erforscht. Also, dass der nächste wahrscheinlich der freigeschaltet wird, weil wir sonst kein Fragezeichen hier mehr haben. Können wir mal gespannt sein, was das denn dann für ein schöner Zauber sein wird. Na, jetzt, wo meine Imps hier so ein bisschen Langeweile haben, können wir hier nochmal einen Raum hinbauen. Keine Ahnung, von mir aus hier noch einen Gang oder sowas. Zartak. Ja, ich finde das ganz schön. Also ich spiele hier gerne mal Architekt und baue so ein bisschen rum. Das macht echt eine Menge Spaß. Ich glaube, das wird auch gerne mal unterschätzt. Also ich finde es richtig cool, hier so seine Festung aufzubauen. Das ist ganz nett. So, schauen wir mal. Level 3 haben wir schon ein. Ja, das ist ja schon mal was. Und drei Zauberer, ja, das ist schon gut. Das ist schon ein neuer Spruch wurde erforscht. Es gibt nichts mehr zu forschen. So, das heißt, es gibt nichts mehr zu forschen. Unsere Zauberer können wir jetzt hier zum Trainieren reinschicken. Den hier auch mal. Also, okay, der will nicht, will wahrscheinlich schlafen. So, und wir haben jetzt den Monster beschleunigen. Ich habe ihn jetzt einfach mal auf alle gezaubert, die hier so rumrennen.
Ja, und da werden die halt beschleunigt. Das heißt, Imps, wenn ich das auf meine Imps zaubere, das Ganze, dann sind die halt schneller mit dem Abbauen und, ich sag jetzt mal, erobern von diesen Bodeneinheiten hier. Ja, oder meine Kreaturen greifen schneller an, sind schneller im Trainieren oder beim Zauberspruch erforschen oder was auch immer die gerade machen. Also sie sind auf jeden Fall schneller. Das ist erstmal so die Krux dabei. Ja, und das kann sehr, sehr hilfreich sein. So, es ist genau die richtige Zeit, um einen Zauberer zu trainieren. Ja, das weiß ich selber, das machen wir ja schon. So, gucken wir mal, was hier noch so los ist. Gerade hier diese Goldadern, die sind meist irgendwie so, dass, keine Ahnung, hier oder sowas, dann auf einmal so eine freie Fläche ist, die wir dann freibuddeln, mit irgendwelchen Helden und so zum Bekämpfen. Das bietet sich immer an. Oder hier könnte irgendein Raum sein, den wir erobern können, der aber vollgestopft mit Helden ist, wo wir uns dann hier halt durchgraben müssen. Ja, daran sieht man das dann meist, dass hier irgendwas ist. Ist ja auch schon sehr auffällig. Oder hier, das ist auch schon sehr verdächtig. Wobei ich jetzt gerade da nichts höre, meist. Genau, hört man hier so Schritte oder so. Also ich weiß, hier sind schon mal welche. Ob Freund, ob Feind, vermag ich nur nicht zu sagen, aber meistens sind es nun mal Feinde. So, dann ist man so hier irgendwie. So. So, machen wir es mal so. Dann kann man hier einmal so rumgehen, das ist ganz praktisch vielleicht. Man muss auch immer... Oh, da kommen sie schon. Man muss auch immer gucken, wie praktisch es jetzt für uns oder für unsere Feinde ist, da durchzukommen. Aber ich denke mal, das ist so schon in Ordnung, weil wenn die sowieso von hier unten kommen... Gut, die Zauberer sind jetzt schon Level 3, das ist ganz nett. Speichern mal kurz. So. Ja, Kohle haben wir jetzt auch ohne Ende. Das ist auch schön. Im Prinzip können wir hier noch einen zweiten Schatzkammer-Dingens hinsetzen. Ja, hier haben wir jetzt irgendwie gar nichts rausgemacht, ist aber auch nicht so wild. So, hier ist schon eigentlich gefüllt, wie man sieht. Dann dürfte hier denn das nächste Zeug reingelegt werden, genau. Gut, ja, ich würde sagen, hier kommen wir gleich schon durch. Das haben wir hier schon alles freigebuddelt. Das können die ja hier irgendwie auch noch weggraben. Das hier eigentlich auch. Haben wir hier einen riesen Raum, aber wir müssen ja nichts reinbauen. Ja, der Dungeon gefällt mir eigentlich schon ganz gut hier. So, ich würde sagen, wir können die hier auch gleich schon mal begrüßen, wenn die hier fertig sind. Dann können wir uns mal hier irgendwie, weiß nicht, von der Schatzkammer aus hier hingraben. Hier unten würde mich auch mal interessieren, was hier ist. So. Das heißt, wir können hier schon mal graben. Hallo. Nicht rumstehen. Ein neues Gebiet vor dir. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Das ging verdammt schnell. Ja, die Zauberer, das ist das sehr Interessante. Das sind Fernkampfeinheiten, die mit Feuerbällen und so weiter um sich schießen. Der Rest ist dann eigentlich Nahkampf, also die Dämonen-Exe, die können, glaube ich, auch irgendwie Feuer spucken oder sowas in der Richtung.
Und die hat auch das große Plus, dass die, meine ich, auch feuerempfindlich ist, unempfindlich. Eure Kreaturen ist. Werden angegriffen. Na, da kommen sie. Eure Kreaturen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, man sieht hier diese Bogen, die gar keine Chance gegen unsere Untergebenen tragen den Sieg davon. So, die Fliege, die erobert, sag ich schon. Scoutet hier erstmal. Eure schön. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. So, und hat hier auch gleich diesen halbtoten Zwerg entdeckt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay, ich wollte gerade sagen, im Prinzip können sie die auch schon selber platt machen. So, und hier haben wir den feindlichen Dungeon quasi schon gesichtet. Na, okay. So, du kommst erstmal hier rein. Die Zauberer sind, meine ich, auch sehr schnell beleidigt oder haben keinen Bock mehr. Da muss man, meine ich, auch sehr aufpassen. Ich würde sagen, wir graben uns jetzt mal straight hier hin, weil ich gehe mal davon aus, dass hier wieder der Held kommt. Genau, hier ist das Heldentor, also wird er hier wieder erscheinen. Hier gibt es natürlich wieder massig Zeug für uns. So, dann reicht uns das. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, aber ich mache es jetzt einfach, weil es, naja, einfacher ist. Das dauert mir sonst so lange, dass die Imps das Zeug hier erstmal durch die halbe Karte schleppen müssen. Das ist ja eigentlich Quatsch. So, also erobern die hier erstmal alles ganz, ganz brav. Zahltag. So, es ist Zahltag. Das hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nicht. Das heißt, dass unsere, ach, hier geht's gar nicht weiter, dass unsere Kreaturen halt ihr Geld bekommen. Die müssen eure Kreaturen werden angegriffen. Oh, die nächste Heldenwelle ist hier schon gespawnt. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Unternehmen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, ich glaube, oh. Sind sie schon durchgekommen? Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ja, eure Level Untergebenen 5. tragen den Sieg davon. Level 1 eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sehr unfair. Man sieht, die Fliegen, die sind einfach nur, die sind Level 4. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ah, okay, eure Untergebenen tot. Tragen den Sieg davon. Ich wollte gerade schon meckern, die sind Level 4 und sind nun mal, ja, super feige. Das muss ich sagen, also die Fliegen, wenn ich in den nächsten Leveln Fliegen kriege, die schicke ich gleich weg. Ja, das ist auch möglich. Also man kann die Kreaturen, die man nicht haben möchte, auch wieder wegschmeißen hier in den Eingang. Ja, und dann kriegt man halt andere. So, wir sollten mal weiter trainieren. Während meine Imps sich hier mal wieder durchbuddeln. Ah, okay, hier ist also wirklich ein Eingang. Hallo. Okay, die kommen wieder. Achtung, der Ritter kommt. Wir sollten euch ins Reich der Schatten zurückschicken, Keeper. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Na toll, also wenn wir jetzt einen Trainingsraum entdeckt. Oh, mit Skeletten, wie es aussieht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Über einen neuen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Also wenn eure das Kreaturen jetzt werden geht, angegriffen. Dann eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Ja, das ging schnell.
Ich will mal kurz schauen, ob es hier noch mehr gibt. Ja, ich würde sagen, ja, wir haben jetzt schon wieder gewonnen. Das ging sehr flugs mal wieder. Sieht auch wieder sehr verdächtig aus, wie ich finde. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Okay, hier ist Wasser. Schick mal hier eine so eine Fliege gleich mal hin. Genau, die soll das mal erkunden. Weil manchmal gibt es hier noch so kleine Specials und so weiter und Goodies einzusammeln. Gerade hier, wenn man das so... Schon wieder so ein riesiger See, so ein unterirdischer. Ja, gerade jetzt, wenn man so gewonnen hat, dann kann man meist hier so ein bisschen noch erforschen und so weiter und vielleicht noch irgendwie ein bisschen was kriegen, was einen in den nächsten Leveln weiterbringt. Es gibt ja zum Beispiel so Sachen wie Kreaturentransfer, ja, das bewirkt dann, dass man eine Kreatur mit ins nächste Level nimmt und wenn man die dann voll trainiert hat, ist das schon eine große Sache, aber hier scheint wohl weiter nicht zu sein. Denke ich zumindest. Wir können es noch mal ein bisschen graben. Aber ich glaube nicht, dass jetzt in den ersten Leveln großartig was sein wird, was uns weiterbringt. So, ihr könnt jetzt mal hier... Ja, da könnt ihr mal sehen, so schnell kann es gehen, wenn man hier mal so ein bisschen antreibt. Wenn wir jetzt schon eine Kreatur mitnehmen könnten, wäre das schon eine tierisch gute Sache, ne? Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So. Achso, da fliegt schon die erste Fliege. Ich hatte hier schon eine parat, aber okay. Na gut, dann ist ja wohl auch irgendwo Schluss. Ja, ich würde sagen, Freunde, ich mache nochmal kurz einen Speicherstand hier. Gespeichert. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, im vierten Level schon wieder. Ja, hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Level. Ciao.